wollte gerade R drücken, um Revelio zu benutzen. Die Mutter und ich ein Dorf gesehen. Die Leute dort, frierend und hungrig, beteten ein Licht an, das ihnen keine Wärme spendete. Aber in ihrer Gegenwart wurde ein neues Feuer in ihren Herzen entfacht. Sie sollten nie wieder hungern oder frieren. Das klingt nett, aber wahrscheinlich gibt es da einen Haken. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ja, ja. Keine Ahnung, wo wir hier lang müssen, aber vermutlich nach da oben. Ihr könnt gerne alle mitkommen, dann machen wir das hier auf einen Schlag. Okay. Noch mehr davon, aber hier sind wir schon richtig. Eher wir. Okay. Never ending story. Öffnet euer Herz, akzeptiert eure Natur. Ja, niemals. Irgendwann werdet ihr aufgeben, alter Mann. Ist das so? Ich bin nicht alt und ich bin kein Mann. Glaubt naja, vielleicht so ein bisschen. Wenn ihr mich erneut tötet, wird das Resultat anders ausfallen. Mal gucken, das würde ich ganz gerne ausprobieren. Wieder und wieder. Macht gefunden. Gefunden oder bekommen? Sie führte mich zu einem alten Schlachtfeld, auf dem Tausende von uns durch die Hände von Engeln und Dämonen fielen. Nie wieder werden wir so leiden, schwor sie. Und in ihren Augen sah ich eine neue Welt. Ein Paradies, in dem wir frei von der Tyrannei der Himmel und der Hölle leben können. Unsere Welt, wenn wir die Stärke haben, sie dazu zu machen. Okay, das sieht mir jetzt ein bisschen nach Endfight aus, hier, wenn wir hier nochmal so einen Heilbrunnen kriegen. Gucken wir mal. Sucht ihr nach dem Auge, Lorat? Niemals. Es an euch zu nehmen, wird nichts ändern. Es ist zu spät, das zu beenden, was Lilith begonnen hat. Ja, wir wollen es trotzdem versuchen, okay? Ich brauche mehr Geisteskraft. Ja, dann hau noch ein bisschen mehr drauf, dann kommt das. Lass mich den da, lass mich den da. Der war aber schnell. Und da bitte auch. Das könnt ihr doch besser. Gucken wir mal. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Stirbt aber auch immer noch ziemlich schnell, habe ich das Gefühl. Vielleicht, dass ich das einfach noch toppen könnte. Als wäre das Absicht, dass ich so schlecht bin. Ich bin leider einfach nur so stark wie jetzt. Hey, ich wollte da nicht rein. Hör auf damit. Lass mich da raus.
Guck mal, die sterben so schnell, auch diese kleinen Pupsis hier. Kann doch nicht sein, dass ich so stark bin. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das wäre ein bisschen unrealistisch. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ja, wie immer. Die Geisteskraft. Wir haben echt einen schwachen Geist, glaube ich. Oh, tot. Okay. Dann nimm, nimm. Alter Mann, nimm das. Hier ist es. Das verborgene Auge. Meshif kann uns dabei helfen, das Artefakt weit weg von diesem Ort zu bringen. Aber wir müssen uns beeilen, bevor Elias zurückkehrt. Dann los. Diese Öffnung dort ist unsere beste Fluchtmöglichkeit. Was? Welche Öffnung? Ach da. Ja, da blendet mein Licht. Habe ich nicht gesehen. Gut, dass er es gesagt hat. Ja, runterklettern, bitteschön. Wir haben uns auf jeden Fall bewiesen, würde ich sagen. Ach, hier kann ich ja durch. Na, wie praktisch. Wir müssen die Blutung stoppen. Oh nein! Ich habe wohl im Alter nachgelassen, was, Deckard? Ich mochte ihn, auch wenn er mich genervt hat. Nein. Hey, da seid ihr. Habt ihr den Zauberer getötet? Nicht reden. Der Sturm lässt nach. Wir bringen euch hier weg. Isabella trägt dich bestimmt. Zu schade. Oder ich. Ich hab meinen erwischt. Nur zu spät. Der Teufel hat mir in den Rücken gestochen. Aufgespießt wie eine Stachelratte. So kann's gehen. Was, Deckard? Ei. Ach Mann. So kann es gehen. Jetzt trinkt er was. Mhm. Auf ihn, ha? Aber wir lassen ihn doch jetzt nicht hier, oder? Sie werden kommen. Oder doch? Ich nehme das verborgene Auge. Wir brauchen einen sicheren Ort, um es zu untersuchen. Um es gegen sie zu verwenden. Wir treffen uns in der Wüstenkapelle. Los! Können wir ihn nicht wenigstens, keine Ahnung, nach Hause bringen und bestatten lassen oder so? Das wäre irgendwie respektvoller. Vielleicht machen wir das und wir sehen es nur gerade nicht. Wenn ihr als Druide Stufe 15 erreicht, dann was? Okay, also wir haben nicht mal die Wahl, ihn mitzunehmen. Das ist schon da, wo wir hin müssen. Okay. Schlag auf Schlag geht's hier, ha? Ich habe Neuigkeiten über Elias. Warum sagen wir das ihm? Er war doch dabei. Habt ihr ihn getötet? Mehr als einmal sogar. Er bleibt nur leider nie tot. Er ist mächtiger, als ich dachte. Ich habe ihn unterschätzt. Ich auch. Aber zumindest konnten wir ihm etwas Wichtiges entreißen. Das verborgene Auge. Ich glaube, damit konnte er aus der Ferne mit Lilith kommunizieren. Ein mächtiges Stück Magie. Und gefährlich. Vielleicht können wir es zu unserem Vorteil nutzen. Gebt mir etwas Zeit, es zu studieren. Machen wir. Die Zeit soll er haben. Die großen Übel formten sich neu. Die Hölle war im Anmarsch. Aber Elias war die Antwort auf niemandes Gebet. Will man über jemanden urteilen, sollte man ihn an seinen Taten messen, nicht an seinen Worten. Ganz einfach. Elias predigte davon, die Welt zu retten, während er auf einem Berg von Leichen stand. Und dann war da die Wanderin. All das, was Elias nicht war. Befleckt von Liliths Blut und doch in der Lage, ihrer Verderbnis zu widerstehen. Dies konnte ich an ihren Taten erkennen. Und dies war der Moment, an dem ich wirklich zu glauben anfing, dass wir das Böse gemeinsam aufhalten könnten. In seinem Kult muss es grausam gewesen sein. Nicht grausamer als der Rest von Sanctuarius Schattenseite. Hm.
3 fertig? Oder gibt es noch einen zweiten Akt 3? Belohnung freigeschaltet, Herausforderung. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Fühlt ihr euch besser, Thaisa? Ich kann Andariels Geflüster meist aussperren, aber nicht immer. Besser ein Flüstern, als dass sie die Welt erneut beschreitet. Andariel ist Teil des Plans von Lilith und Elias. Aber wie? Was wissen wir bisher? Lilith ging einen Pakt mit Astaroth ein. Ein Dämon, der ihrem Vater diente. Interessante Wahl eines Verbündeten. Und sie hat einen Schlüssel zur Hölle. Dort wird sie als Verräterin angesehen. Warum sollte sie also hingehen? War das der Schlüssel von ihrem Sohn, den sie getötet hat? Oder den... Ist sie bereits dort? Sein Vater getötet hat? Wir brauchen Antworten. Oder eigentlich, um selbst dran zu kommen? Elias hat das verborgene Auge benutzt, um mit Lilith zu sprechen. Vielleicht kann es uns helfen. Bringt es bitte her. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Es ist riskant, doch uns bleibt keine Wahl. Wenn ihr bereit seid, stellt euch Lilith vor und blickt in das Auge. Vorgestellt. Das war hell. Die Essenz meines Vaters formt sich neu. Woher wisst ihr das? Ich spüre es, als würden sich tausende alte Wunden öffnen. Er ist noch schwach. Verletzlich. Ich muss schnell handeln, bevor er sich widersetzt. Saugt seine Kraft in euch auf. Die anderen Fürsten werden... Oh, sie sieht uns, ha? Was ist passiert? Sie sah mich. Ja, ich glaube auch. Sie weiß, dass wir nach ihr suchen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unsere Verfolgung aufnimmt. Nicht. Unbedingt. Wie meint ihr das? Mephisto formt sich neu. Lilith will sich seine Kräfte einverleiben, solange er noch geschwächt ist. Wer war Mephisto noch mal? Darauf habt ihr euch also vorbereitet. Gut, alter Mann. Denk nach. Denk nach! Klappt nicht so gut mit dem Denken, oder doch? Wenn sie sich Mephistos Macht aneignet, wird sie selbst zum großen Übel werden. Dann kann sie die Hölle erobern. Und Sanctuario ebenfalls. Ich habe eine Idee, wie man sie aufhalten kann. Aber damit das funktioniert, brauchen wir die Hilfe eines alten Verbündeten. Überbringt Donan diese Nachricht. Wird das jetzt Donans gefallen? Er wird in Kiowaschat Rat gesucht haben. Kriegen wir da endlich das Reittier? Das wäre super duper gut. Das wäre richtig gut. Warte kurz. Quest. Also wir sind jetzt in Akt 4, aber ich dachte irgendwie... Es geht schneller. Mit dem Reiten. Also Kiowaschat. Dann reisen wir doch einmal dahin. Da könnten wir dann nochmal kurz die Ausrüstung prüfen. Und vielleicht den Ring upgraden. Und nochmal vorsichtshalber zum Stall. Nicht, dass ich das schon vercheckt habe. Und wir können schon reiten. Ich habe es noch nicht benutzt. Das wäre ein bisschen dämlich. Aber ich will mir das zutrauen, weil ich mich ein bisschen kenne. Dass ich das vielleicht einfach gar nicht mitbekommen habe. Stallmensch? Nein. Möge das Licht auf euch scheinen. Ja, ich hoffe auch, dass das irgendwie besonders viel scheint, aber sieht bisher nicht so aus. So, was haben wir denn hier? Das brauchen wir nicht.
Will ich nicht. Das können wir nicht. Stärke. Hat halt mehr Rüstung. Ist schon gar nicht schlecht, aber kein Sockel. Und ich mag eben diese beiden Ränge. Einmal für Hurricane und einmal für Niedertrampeln, weil wir das beides eben auch benutzen. Nehmt ruhig, was übrig ist. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Konnten wir hier noch was upgraden? Das passt so. Einmal die Ringe würde ich noch upgraden, beziehungsweise den einen. Das war hier drüben irgendwo, ne? Ich brauche mehr Zeit. Och ja. War das hier? Ich glaube, hier war das mit dem Ringmenschen hier. Ich habe viele schöne Stücke. Edel und selten. So. Ach, guck mal, kann zweimal. Was soll denn der Geiz? Was haben wir hier? Kann auch nochmal. Das hier. Was weiß ich. Ich kann einfach alles nochmal. So. Okidok, dann gehen wir mal hoch zu Donen. In die Kathedrale. Laufe ich richtig? Ich laufe voll den Umweg gerade, ne? Ach ja. Warnung. Ja, wir kriegen unser Portal nicht wieder. Ich weiß. Ich brauche mehr Zeit. Nach allem. Einfach übergangen. Wer hat dich denn übergangen? Ich habe einen Brief für euch, Donen. Ich hoffe zur Abwechslung mal gute Neuigkeiten. Das ist von Lorath. Wunderbar. Ist das gut oder schlecht? Lilith. In die Hölle. Was? Ist das sein Ernst? Nee, er fand es lustig. Er hat es euch nicht gesagt. Nein, natürlich nicht. Das würde ein gewisses Maß an Rücksicht erfordern. Er ist in unserer Geheimschrift verfasst. Er hat einen Plan geschickt, falls man das so nennen kann. Er will Lilith mit meinem Seelenstein einsperren, der, in dem auch Astaroth gefangen war. Kann das funktionieren? Vermutlich kein schlechter Plan, oder? Auf keinen Fall. Der Stein muss zuerst eingestimmt werden. Und dafür benötigt man einen Experten. Lorath hält euch für diesen Experten. Dann ist er noch ein größerer Narr, als ich dachte. Geht zum horadrischen Gewölbe, ja? Ich suche euch zusammen, was er braucht. Ihr könnt es überbringen. Und dann lässt er mich vielleicht in Ruhe. Moment. Hat Lorath euch sein Pferd für diese Reise angeboten? Nein? Pferd? Wartet. Wie komme ich darauf? Natürlich Pferd? Nicht. Reiten? Ich bin ein alter Freund des Stallmeisters der Stadt. Ja. Sagt ja. ihm, ich hätte euch geschickt. Dann Pferd. Gibt er euch ein Ross. Ja! Danke. Ich bin sofort da. Warte. Ich eile. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Wir haben jetzt keine. Wir müssen schnell reiten. Schneller. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich laufe falsch, ne? Wir müssen ein bisschen mehr nach links. Dem Licht sei Dank, dass ihr hier seid. Ja, ich kann gerade nicht. Ich glaube, dass er besessen ist. Endlich! Endlich! Darf ich? Ich bin mit Donen befreundet. Er sagt, ihr könntet mir ein Pferd geben. Donen, ich habe sogar eins, aber... Ein wahrlich guter Mann. Ein Verfechter des Glaubens. Nicht wie der alte Kauz, mit dem ihr vorher unterwegs wart. Wie hieß er noch gleich? Lorfam. Morat? Ach, egal. Ich weiß, dass Donen jüngst schwere Zeiten erlebt hat. Also, helfe ich gern aus. Wo immer ich kann. Danke. Nehmt eines meiner Rösser. Gratis. Ich will deine nicht, ich will meins. Bin schon happy, wenn ich eins nehmen kann. Reittiere können bei einem Stallmeister erworben oder in Sanktuario gefunden werden. Sobald ihr ein Reittier habt, ist es für alle Charaktere eures Accounts verfügbar. Sobald ihr ein Reittier habt, könnt ihr es mit Z aufrufen. Kann ich das auch anders belegen?
Bestätigt auf eurem Reittier, betätigt Leertaste für einen Geschwindigkeitsschub, der euch Gegner passieren lässt. Euer Reittier kann Angst bekommen, wenn zu viele Monster in der Nähe sind. Wenn die Leiste vollständig gefüllt ist, werdet ihr abgeworfen. Okay, wir werden dismounted, wenn zu viele da sind. Verstehe. Ihr könnt das gerufene Reittier auswählen und seine Ausrüstung beim Stallmeister anpassen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Das hier, ich will das. Ich will nochmal alle angucken. Das ist... Irgendeins können wir, glaube ich, umsonst mitnehmen bei ihm, ne? Ist egal, das. Alte Nell. Wow, Lichtträger. Alte Nell. Ich muss auf jeden Fall das Geisterding nehmen, ne? Wie können wir das anpassen? Keine Ahnung, wo wir diese Rüstung... Ach, das ist Vorbestellung. Das ist Führung der Mutter. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Trophäen haben wir nicht. Ja, sieht schon ein bisschen cooler aus damit, ne? Okay, und wie kann ich das speichern? Ist das automatisch gespeichert? Händler? Das ist ja gar nicht übertrieben. 1,8 Millionen für einen blöden Sattel? Kann das irgendwas? Kosmetisches Aussehen? Das ist alles? Also ich meine, vielleicht ist irgendwann 1,8 Millionen nicht mehr viel, aber... What? Wer bezahlt so viel Geld für einen ollen Sattel? Okay, 20.000 für ein Pferd, aber fast 2 Millionen für einen Sattel. Das macht ja richtig viel Sinn. Ich will auf jeden Fall alle haben, irgendwann. Weil ich gerne Sachen sammle. Z, warte mal. Können wir hier irgendwo mal... Steuerung. Warte mal. Wo geht denn das? Gameplay. Bewegen ist ja okay, aber... Kann ich das irgendwie... Ich weiß nicht so genau. Kann ich bewegen trotzdem mit der Maus machen? Warte mal, was ist denn das? Das ist kombinieren, ne? Ich kann das auch. Womit machen wir das denn mal am besten? Was ist denn mal ganz gut? 1, 2, 3, 4 haben wir schon. Nehmen wir dafür 5. Und reiten bitte, das war Z, ne? Reiten machen wir mal auf 8. Ich habe das alles auf der Maus, das ist für mich irgendwie besser. Also ich guck mal, ob das jetzt das ändert, was ich mir vorgestellt habe. Nicht, das solange ich in der Stadt bin. Heißt, hier würde ich angreifen. Ich weiß nicht, ob ich das gut hinkriege, aber dann können wir auf jeden Fall angreifen und laufen. Ganz unabhängig voneinander. Boah, wie gut. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Ach so, oh, das ist absteigen. Ich muss erstmal klarkommen. Halt immer so einen Megaschub und sonst rennen wir hier voll gut. Ich mag es sehr. So, warte. Dann gehen wir jetzt einmal mit diesem wunderschönen Pferdchen. Schub gibt es also nur draußen. Zur nächsten Quest. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Was ist eins? Was ist das denn? Dreschen. Verwandelt euch in einen Werbbären. Während ihr von einem Reiter springt, schlagt auf den Boden und fügt getroffenen Gegner Schaden zu. Und niederschlagen. Und das ist Ansporn. Das ist Leertaste und eins. Ist das sozusagen mein Charge, den ich auch standardmäßig sonst habe, den ich auf der 2 habe bei mir?